Hallo und herzlich willkommen hier zu Forza Motorsport 6 Apex zum mittlerweile sechsten Teil. Ja, wir fahren heute auf der Yas Marina Strecke, die ist in Abu Dhabi, glaube ich. Ja, Arabische Emirate. Ja, wir fahren auf dieser Strecke und zwar mit dem Audi R8 heute. Auto, eben Audi R8, den suche ich jetzt direkt mal raus. Da ist er hier. Farbe direkt mal. Der sieht echt geil aus, der Audi R8. Ich finde, da sehen sogar die Standardfarben schön aus. Das ist ein mattes Blau. Das gefällt mir eigentlich sogar besser als das hier. Aber wir wollen... Keine Ahnung, rot sieht es geil aus mit dem Carbonstück da bei dem Tankdeckel. Aber das Ding ist egal bei welcher Lackierung, immer schwarz, oder? Schwarz sieht auch böse aus. Ne, ich möchte jetzt mal eine normale Farbe. Aber so knallgelb passt zu dem Auto. Nicht grün passt eigentlich zu dem Auto. Oder rot, keine Ahnung. Ich glaube, wir nehmen das hier einfach mal. So ein komplett normales Rot. Dann, Tuning-Einstellungen. Ne, wir lassen das jetzt mal alles so und gehen auf Rennen starten. Aber das ist halt eine richtig moderne Strecke. Und die Strecken sind ja auch ziemlich realistisch gemacht. Also die sehen, die sind eigentlich wirklich so. Oh Junge, das sieht einfach so modern aus. Ist es ja auch. Wie alt ist denn die Rennstrecke eigentlich? Weiß nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie alt diese Strecke ist. Also, wann die gebaut wurde. Ey, die ist echt krass. Aber der Start sieht gefühlt irgendwie überall gleich aus. Ja, wir gehen jetzt auf Rennen starten. Warte, was kann man da eigentlich noch alles machen? Startaufstellung, als ob ich die umstellen kann. Nee, kann ich leider nicht. Aber wir sind auf 4. Ich finde es eigentlich schade, dass wir es nicht umstellen können. Fahrhilfen. Was habe ich eigentlich für Fahrhilfen? Ich würde mal gerne manuell schalten. Ich habe das schon mal versucht, irgendwie einzustellen, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Ja, Rennen starten. Ich kann es ja mal ausprobieren, ob ich hier irgendwelche Knöpfe zum Schalten habe, aber ich will mich da auch nicht verschalten eigentlich. Ich kann es mal ausprobieren. Innenansicht ist auch geil. Also die Innenansicht ist auch so realistisch. Innenansicht. Nee, schalten kann ich nicht sehr. Aber ich kann es ja mal versuchen einzustellen. Würde das gerne nämlich mal machen. So, jetzt war ich etwas abgelenkt, aber gut. Mit der Corvette, die vor uns fährt, bin ich auch schon mal gefahren. Ich komme mit der überhaupt nicht klar. Die Steuerung ist so scheiße von der. Also die Corvette mit der, die kannst du vergessen. Ich bin mit der gefahren, das ist so einfach scheiße. Die fährt sich komplett anders als jedes andere Auto. Die sieht zwar geil aus, die sieht richtig geil aus, aber es funktioniert einfach gar nicht. Ist einfach so. Ist wirklich so. Aber der Audi hier sieht einfach schlecht aus. Der hat nicht so enorm viele Knöpfe. Er hat einfach das, was man braucht. Ja gut, das Navi, das integrierte oder was auch immer das da sein soll, wo hier eingebaut ist, das finde ich ehrlich gesagt hässlich. Das sieht wirklich nicht schön aus. Sorry, aber hier lasse ich keinen vorbei. Da... Habe ich euch vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber ich lasse hier niemanden vorbei. Ey, Alter, ich habe doch gerade davon gesprochen. Scheiße. Alter, Junge, was ist los? Wieso dürfen wir? Der soll mir nicht reinfahren. Die soll den disqualifizieren oder so. Ey, Alter, sind die dumm. Wegen den verliere ich gerade. Gut, wir sind zumindest noch in der ersten Runde, also da kann ich noch gut nach vorne.
Die Chancen stehen hoch, dass wir noch nach vorne kommen können. Oh, da sind wir fast auf den Sand oder was auch immer das ist gefahren. Das ist immer schlecht. Da bremst es sich richtig aus. So, danke. Das war jetzt mal gut. So, jetzt haben wir die Kurven eigentlich relativ gut bekommen. Die Kurve haben wir auch ziemlich gut bekommen. Da steht jetzt auch gute Kurve. Das war jetzt nicht so enorm gut. Warte, hier ist Asphalt, da fahre ich wieder rein. So, das war jetzt die erste Runde. Also die Strecke ist schon ziemlich lang. Also über 2 Minuten geht die auf jeden Fall, glaube ich. Oh, wir haben nicht mal die Bahnbrücke, geil. Hier ist Asphalt, da fahren wir rein. Hier schön über die Wiese brettern, immer schön abkürzen. So. Alter, wo fahre ich lang? Ich bin überhaupt nicht mehr auf der Strecke gewesen. Nein, nein. Oh, geil. Okay. Wir haben aber ziemlich Glück in dieser Runde. Also, weil ich bin so oft fast irgendwo dagegen gefahren, aber es, ja, ging immer dann noch. So, wir sind 6 davon, 16 ist in Ordnung. Aber wir werden natürlich, wir müssen unter die ersten 3 kommen. Da vorne haue ich dann eine Vollbremsung rein, ich muss jetzt erstmal nach vorne. Okay, vielleicht hätte ich noch stärker bremsen müssen. Ich habe also kurz mal losgelassen. So, tschüss. Ey, geh weg. So, da haben wir gerade noch mal den gut weggerammt. Schön breit in der Mitte fahren. Da habe ich auch einen Rückspiegel, da sehe ich ja dann, wo die langfahren wollen. Kann ich das denen schön verhindern? Nein, ey, nicht schon wieder da. Okay, aber da kann ich hier langfahren. Ey, nein, ey, ich darf nicht immer hier verkacken. Danke. Es geht ja alles, aber immer diese Kurve. Da muss ich dann auf jeden Fall in der nächsten Runde aufpassen, denn die nächste Runde ist ja die letzte Runde. Und wenn ich dann verkacke, dann werde ich, da bin ich nicht so gut. Die Kurven waren jetzt aber mal besser. Zumindest sind wir da nicht rausgefahren. Was eigentlich mein größtes Ziel ist. So, nicht so wie jetzt gerade eben. Ich fahre den einfach mal hinterher. Die Ideallinie. So. Jetzt fängt die dritte und somit auch die letzte Runde an. Aber das Lenkrad vom R8 hätte man schöner machen können, das sieht ziemlich langweilig aus. Da war das vom Lamborghini im letzten Teil, wer den nicht gesehen hat, kann sich den übrigens angucken. Also da war das schon viel schöner. So, da kleben wir dem Audi, der vor uns fährt, auch richtig schön am Heck. Da kann man auch so lang fahren, also da kann man auch richtig abkürzen. Man muss da gar nicht unbedingt auf der Straße fahren. Da fährt diese dumme Corvette, die niemand haben will. Die funktioniert wirklich nicht, mit der möchte ich wirklich nicht fahren. Ich finde, die sieht zwar richtig schön aus, aber mit der fahren wir nicht. Ey, wo bist du? Ich lasse dich nicht vorbei. Ich lasse dich nicht vorbei. So, da haben wir einen Rückspiegel. Er klebt uns aber dran. Ja, okay, jetzt klebt er uns nicht mehr dran. Da muss ich jetzt schön bremsen, weil da darf ich nicht verkacken. Das ist die böse Kurve. Danke. Oh, jetzt haben wir die Kurve schön bekommen.
Gut, okay, wir sind aber immer noch Sechser, also ich muss da, ich will eigentlich nicht. Ich will schon unter die ersten drei kommen. Handbremse gezogen. Oh nein, das war schon wieder die Kurve. Ey, nee, jetzt echt. Wir haben es einfach verkackt. Den vor uns will ich aber schon noch überholen. Dass wir jetzt Erster werden, ist ziemlich unwahrscheinlich, aber im Sechster will ich dann mindestens werden. Also den vor uns, den will ich jetzt schon noch abziehen. Schön anlehnen. Okay, hat nicht ganz funktioniert. Ja, gut, den kriegen wir noch. Willst du mich verarschen? Jetzt bleib mal weg. Ey, Junge, nein! Warte, ey, komm, ey, was willst du? Oh, nee, bitte nicht, Alter. Komm, Gas jetzt, ey, Gas. Hashtag Nervenzusammenbruch. Ey, nicht jetzt, oder? Alter, wenn das jetzt ein echtes Rennen wäre, ich würde mich so aufregen. Nee, okay, aber wir haben es geschafft. Wir sind Sechster geworden. War jetzt nicht übelst gut, aber ist in Ordnung. So, ja, damit war es das auch schon von diesem Teil, vom sechsten Teil übrigens, von Forza Horizon. Was für Forza Horizon, Alter. Forza Motorsport 6 Apex. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaut gerne in der nächsten Folge wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.